Guten Nachmittag. Gute Neuigkeiten. Und zwar, wie ich drauf gekommen bin, zeige ich gleich. Wenn man die Erderwärmung mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz nachrechnet, ich zeige das dann gleich, dann, also hier Stefan-Boltzmann-Gesetz, im Prinzip die Abstrahlungsleistung ist der Stefan-Boltzmann-Konstante mal die Fläche des abstrahlenden Körpers, also hier in diesem Fall Erdoberfläche, knapp über Bodennähe, und mal Temperatur in Kelvin, aber hoch 4. Boom. Das heißt also, die Temperatur, die würde ganz schön umsteigen. Ja, wie komme ich drauf? Und zwar, wie komme ich auf dieses Ergebnis, dass eigentlich gar nichts passiert, wenn ich von jetzt 288 Kelvin Durchschnittstemperatur, was 15 Grad Celsius entspricht, das mit Stefan Boltzmann-Gesetz nachrechne, komme ich auf 0. 0,036 Kelvin mehr, also lächerlich. Bei entsprechender Erhöhung der CO2-Konzentration. Und zwar, unbetreut denken hat mir geschrieben, lieber Björn Köhler, was hältst du davon, hiervon bitte? Wird T0, also 0 Kelvin, die Temperatur des Weltraums angenommen und wird anschließend umgestellt nach T. Ich zeige das dann gleich, das sieht hier im Text ein bisschen komisch aus. Dann kommt der unbetreute Denker zu folgender Rechnung, und ich zeige dann die Rechnung nochmal. Ich habe dann nämlich geschrieben, Dankeschön für danke für diese schöne Idee. Ich werde es nachrechnen und mich hier wieder melden. Das mache ich jetzt gleich. Und zwar, sein Ergebnis ist, würde der CO2-Gehalt der Erdatmosphäre auf das 3,4-fache seines derzeitigen Wertes, beziehungsweise auf 0,142% ansteigen, würde sich die durchschnittliche Temperatur der bodennahen Atmosphäre um 3,6 eines Grades erhöhen. Komme ich auch drauf, ne? Das sind Zehntel, das sind Hundertstel, 3,6. Wie habe ich es gemacht? Ich habe natürlich, wie gesagt, also einfach so alles übernehmen kann man nicht. Das könnte manchmal schief gehen. Ich habe hier das Stefan-Boltzmann-Gesetz hingeschrieben, und zwar so, wie es unbetreut Denken hingeschrieben hat. Ich habe hier Epsilon genommen, Sigma genommen, und Epsilon ist sozusagen eine Art, ja, Erdbeiwert, der gilt für die Erde. So. Dann habe ich entsprechende Werte eingesetzt, und jetzt kommt es darauf an, auf dieses Umstellen, weil wenn ich nämlich T0 als 0 annehme, dann kann ich hier die Klammer weglassen, dann kann ich mal T hoch 4 schreiben, also so wie hier, ne? Mal T hoch 4. Gut, also, was strahlt die Erde ab? Und zwar, wenn wir wirklich so tun, als wenn das so wäre, dass CO2 tatsächlich die Hälfte der Wärme behalten würde. Wir tun mal so. Es ist Käse, aber wir tun jetzt so. Dann wäre der alte Zustand sozusagen die Atmosphärenfläche knapp über der Erde, hieße, die würde ja ein kleines bisschen gestört durch das CO2, das Böse, ne? So, und wenn ich das als neu betrachte, dann würde es viel mehr gestört, also würde viel mehr zurückgehalten werden. Aber das kann man ja mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz nachrechnen. Ich habe dann also nach T umgestellt. Ich muss dann hier noch die vierte Wurzel aus diesem Term ziehen, die Abstrahlungsleistung und diese ganzen Konstanten und die konstante Fläche und das alles. Jetzt angenommen die Annahme von unbetreut Denken, also CO2 neu. CO2 alt, ich habe das dann mal die ganzen Prozente weggelassen, sondern in 0, Tralala, also in Dezimalzahlen ausgedrückt. Und das wäre dann die Konzentration, ich habe es einfach K, CO2 neu genannt, 0,00142. So, Peng. Ne, also dieser Modellzustand so angenommen und auch, dass das böse CO2 tatsächlich dann die Hälfte sogar von der Wärmestrahlung abhalten würde. Das ist alles Käse, das hatten wir schon bewiesen. Muss ich jetzt auch nicht auf meine Videos dazu verweisen, CO2-Lüge und so weiter und so fort. Da wurde ja sogar angenommen, dass das CO2 die Wärmestrahlung absorbiert. Und als ich das dann widerlegt habe, sogar mit Versuch, ja, aber bestimmte Banden, aber die Banden, also bestimmte Wellenbereiche, der Wärmestrahlung, ja, vielleicht. Und wenn, dann sind die aber so klein, dass es sich nicht lohnt. So, Rechnerei hin, Rechnerei her. Ich habe das dann alles so umgestellt und ich habe dann gesagt, okay, der Jetzt-Zustand, weil das ja alles P und Sigma und Epsilon und die Fläche, weil die alle konstant sind, habe ich mal 1 genommen. Und die neue Temperatur, also bezogen auf die 288 Kelvin jetzt, was 15 Grad Celsius entspricht,
das alles mal 288 Kelvin genommen. Und dann sage ich, okay, wenn es alles Einsen sind, dann muss ich jetzt aber mit der neuen Fläche rechnen. Wie kam ich drauf? Indem ich diese Abstrahlfläche, die habe ich dann ins Verhältnis gesetzt und habe gesagt, okay, wenn das die Hälfte ist, deswegen hier durch 2, ne? Also man kann so rechnen, aber man kann auch in diesem Fall so rechnen, dass wirklich nur es um die Hälfte abgestrahlt wird, aber selbst wenn es das Ganze wäre, kann jeder nachrechnen, ist nicht so spannend. Dann habe ich also, A neu ergibt sich aus A, also der Fläche der Erde, mal 0,99929. Und der alte Zustand war ja 0,99979. So, das durcheinander geteilt, habe ich also neue Fläche. Die neue Fläche ist dann bloß noch 0,9995 von der bisherigen Fläche, so wie das CO2 jetzt ist. Das hier eingesetzt, ergibt dann tatsächlich diese, ja, 3,6 Grad mehr. Ist das schlimm? Ich glaube nicht. Also ich denke mal, man kann hier nur gratulieren. Ne? Wunderbar, hat er schön gemacht. Wenn man sich das durchlesen will, das habe ich unter diesem Video Rettungnaht. Aber ich schätze, er wird es hier nochmal in diesem neuen Video unten drunter kopieren. Ich sage ganz einfach, Bildung hilft. Dann kann man nämlich auch rechnen. Wer nicht rechnen kann und nicht mit Einheiten oder mit Prozentzahlen oder Kommazahlen umgehen kann, der würde sich hier sowieso nicht ranwagen. Mein Gott, so schwer ist es nicht. Ein kleines bisschen Bildung hilft. Jetzt kommt noch gleich als nächstes Video ein Schmankerl dazu. Ich zeige mal was von einem Mathematikprofessor. Und der ist noch Professor und traut sich trotzdem aus der Deckung. Aber da auf diesen Kanal verweise ich dann jetzt erstmal viel Spaß beim Denken, beim Nachdenken. Denn es gibt ja neue Informationen und Informationen, also Wissen, zu kombinieren heißt Denken. Und dabei erstmal viel Vergnügen. Und wenn es Anregungen gibt, dann immer hier runterschreiben. Immer ran, keine Bosheiten, aber naja. Ich sage immer, Leute, macht was, aber macht's gut. Na denn, tschüss, tschüss, bis zum nächsten Video. Seien Sie gespannt, meine Damen und Herren.